Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen, meine Herren, heute geht es um den Einsatz der Bundeswehr im Mittelmeer in der Mission Sea Guardian. Und die Deutschen kennen den Einsatz der Bundeswehr in Afghanistan, in Mali, im Irak. Aber diese von der NATO geführte Mission, es mag ein eher stiller Einsatz sein, aber er ist nicht weniger erfolgreich und wirksam. Sea Guardian ist ein wichtiger Beitrag zur Sicherung der Seewege. Das ist auch für uns als Exportnation in nationalem Interesse. 99% des Welthandels geschehen über die Seewege, ein Drittel durchs Mittelmeer, ein Viertel der Öltransporte passiert das Meer, das Afrika und Europa verbindet. Aber während Europa ein Friedenskontinent ist, ist die Nachbarschaft der Nahe Osten und Nordafrika von Krisen und Kriegen erschüttert. Und auch deswegen ist diese Mission wichtig, weil sie ein Beitrag ist zur Stabilität in der Region. Jetzt werden manche fragen, wo sind denn die passenden Schlagzeilen dazu? Piraten, aufgebrachte Schiffe, maritimer Terror. Vielleicht reicht es ja, ein deutsches Kriegsschiff zusammen mit den Schiffen der Verbündeten in die Region zu schicken, um die, die Böses vorhaben, davon abzuhalten. Mich würde das schon zufriedenstellen, wenn das Mittelmeer durch diese Mission eben sicher bleibt und Krisen nicht weiter eskalieren. Der Einsatz der Bundeswehr geschieht dort vor Ort mit Aufklärungsflügen und derzeit unter Beteiligung des Tenders Vera. 80 Männer und Frauen sind aktuell im Einsatz, und wir sollten ihnen danken, wie den 3.538 Männern und Frauen, die bisher in diesem Einsatz waren. Mich persönlich freut es sehr, dass ich morgen die Gelegenheit habe, einem Obermaat seine wohlverdiente Einsatzmedaille auszuhändigen. Unser Land erlebt derzeit, dass die Deutschen sich auf ihre Bundeswehr verlassen können im Kampf gegen die Pandemie. Und Soldaten empfinden ihren Einsatz in der Amtshilfe als Teil ihrer Eiderfüllung, nämlich Deutschland treu zu dienen. Die Pandemie lehrt uns auch, dass sie etwas mit Sicherheit zu tun hat. Aber ich finde, der Einsatz Sea Guardian sollte uns auch bewusst machen, was neben dem legendären italienischen Admiral Noretti vor allem Clausewitz formuliert hat, wenn er geschrieben hat, allem, wozu Streitkräfte gebraucht werden, liegt die Idee des Gefechts zugrunde. Sonst würde man ja keine Streitkräfte gebrauchen. Was heißt das also? Unser Dank für die Amtshilfe, aber mehr noch für den Einsatz, muss etwas folgen. Und da ist dieses Haus, ist der Deutsche Bundestag gefragt. Wir müssen die Mittel bereitstellen, damit die Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr einsatzbereit sind, und zwar für alle Eventualitäten, auch für das, wofür sie eigentlich da sind. Unsere Soldatinnen und Soldaten verlassen sich auf den Deutschen Bundestag. Enttäuschen Sie sie nicht, so wie unsere Soldaten uns nicht enttäuschen, wenn es darauf ankommt. Und dazu braucht es am Ende des Tages mehr als Einsatzmedaillen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Staatssekretär. Bevor ich dem nächsten Redner das Wort erteile, begrüße ich unter uns die Wehrbeauftragte des Deutschen Bundestags, Frau Dr. Eva Högel, die dieser Debatte beiwohnt. Nächster Redner ist der Kollege Paul Podolei für die AfD-Fraktion.